will gerade mit einer Frage einsteigen. Und zwar, was denkt ihr, in welcher Sportart müssten Christen eigentlich Weltmeister sein? Einfach sagen? Unihockey. Okay, ich nehme an, du spielst selber Unihockey, nicht? Okay. Andere Vorschläge? Okay, ich löse auf. Im Weitwurf. Denn in der Bibel steht, alle eure Sorge werft auf ihn. Ich werde später in der Predigt noch auf genau den Vers eingehen. Zuerst möchte ich aber einsteigen mit dem Predigtext von heute Morgen. Und der Theo hat uns vorhin schon gut vor Augen geführt, wie gross das unser Gott ist, grösser als das wir uns vorstellen können. Und was ebenfalls enorm grossartig ist, ist, dass der grosse Gott mit uns Menschen Geschichte schreibt. Und eine so eine Geschichte werden wir heute Morgen zusammen anschauen. Und zwar steht der Predigtext im 4. Mose 21, Verse 4 bis 9. Und ihr könnt gerne gerade mitlesen. Lies ab Vers 4. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser. Und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Der größere Kontext von dem Textabschnitt ist, dass das Volk Israel jetzt seit 40 Jahren lang durch die Wüste gezogen ist. Sie sind unterwegs gewesen in Richtung vom verheißenen Land. Und sie haben wollen durch Edom ziehen. Aber die Edomiter, sie haben ihnen den Durchzug durch das Land verweigert. Und so haben die Israeliten sich entschieden, ihnen auszuweichen. Und das hat bedeutet, dass sie einen grossen Umweg haben müssen machen, dort richtig runter, um Edom rundherum. Das heisst, kurz vor dem Ziel haben sie jetzt noch einen Umweg machen. Andererseits ist in den drei Versen vor unserem Textabschnitt beschrieben, wie der König von Arad gegen Israel gekämpft hat und wie er Gefangene vom Volk Israel weggeführt hat. Darauf haben die Israeliten zu Gott gebetet und Gott hat ihr Gebet erhört und hat die Kananiter, ihre Feinde, ihre Hand gegeben. Gott hat eingegriffen und ihr einen Sieg verschafft über ihre Feinde. Und beide Umstände sind ganz typisch für die Situation vom Volk Israel zu dieser Zeit. Einerseits sind sie jetzt eben schon seit 40 Jahren unterwegs durch die Wüste und haben jetzt in der Nähe vom Ziel einen Rückschlag erlebt. Und andererseits hat Gott sie die ganze Zeit über versorgt und hat auch in dieser Situation gerade vor unserem Textabschnitt eingegriffen und dem Volk Israel den Sieg über seine Feinde verschafft. Aber die Freude über Gottes Handeln und über den Sieg über ihre Feinde, die scheint irgendwie nicht lange angehalten zu haben. Es scheint, als hätten sie das Eingreifen von Gott schon rasch wieder vergessen. In den Versen 4 bis 5 dort haben wir gelesen, dass sie ungeduldig geworden sind. Und sie haben gegen Gott und gegen Gottes Diener, den Mose, geredet. Die Israeliten, was haben sie gemacht? Sie haben ihren Blick auf ihre Umstände gerichtet. Sie haben auf die Wüste geschaut, um sie herum und auf den weiten Weg vor ihnen. Und darauf, dass es in der Wüste weder Brot noch Wasser gibt.
Anstatt, dass sie Gott für seine Versorgung gedankt hätten, haben sie sich beschwert, haben sich über das Manna beschwert und sich sogar davor geekelt. Erst gerade vorne haben sie Gottes Eingreifen im Kampf erlebt und stetig haben sie Gottes Versorgung durch das Manna erlebt. Und trotzdem haben sie ihren Blick nicht auf das gerichtet, sondern auf ihre Umstände, auf den langen Weg vor ihnen durch die karge Wüste. Statt dass sie Gott immer wieder neu für seine Versorgung gedankt haben, haben sie Gott und auch den Mose angeklagt. Sie haben Gott vorgeworfen, dass er sie nur aus Ägypten rausgeführt und dort die Wüste auf dem Weg zum verheißenen Land mit ihnen unterwegs war, dass sie jetzt in der Wüste würden sterben. Und natürlich war das nicht Gottes Absicht, das Volk Israel aus Ägypten zu befreien, damit sie jetzt in der Wüste sterben würden. Und als Reaktion auf die Sünde, auf die Auflehnung vom Volk gegen Gott, hat der Herr eine Schlangenplage unter das Volk geschickt. Und die Bezeichnung Seraphschlange wird auch mit feurige Schlange übersetzt und das zeigt, dass es Giftschlangen gewesen sind. Die Schlangen haben das Volk gebissen und viele Israeliten sind gestorben. Und sie sind nicht gestorben, weil sie, wie sie behauptet haben, dass Gott sie zum Sterben in die Wüste geführt hat. Nicht das ist der Grund gewesen, sondern sie sind gestorben, weil sie gegen Gott und gegen den Mose geredet haben. Sie haben Gott nicht vertraut und haben sich in dieser Situation nicht hilfesuchend an Gott gewendet, sondern sie haben sich entschieden, sich gegen Gott aufzulehnen. Sie haben gesündigt und ihre Sünde war der Grund gewesen für die Schlangenplage, für die giftige Schlange. Auf das Abend haben sie ihre Sünde erkannt. Sie haben gemerkt, dass sie gegen Gott gesündigt haben. Sie sind zu Mose gegangen, haben das bekannt. Sie haben gesagt, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herr und gegen dich geredet haben. Bitte den Herr, dass er die Schlange von uns wegnimmt. Sie sind also umgekehrt von der Auflehnung gegen Gott und gegen Mose und haben sich wieder hilfesuchend an sie gewendet. Und der Mose hat auf Hilfe das Volk gebetet. Gott war gnädig und hat Mose die Anweisung gegeben, er soll eine Seraphschlange machen und die an einem Feldzeichen befestigen. Und Gott hat Mose auch verheißen, dass jeder, der gebissen worden ist und die Schlange anschaut, wieder wird gesund werden und am Leben bleibt. Was für eine merkwürdige Anweisung ist das, was Gott Mose da gibt? Inwiefern soll die Abbildung von einer Schlange die vergifteten Israeliten wieder gesund machen können, wenn sie anschauen? Logisch überlegt, ergibt die Anweisung von Gott doch irgendwie keinen Sinn. Aber im Gegensatz zum Volk Israel hat Mose nicht an Gott gezweifelt, sondern er hat Gott vertraut. Er war Gott gehorsam und hat die Schlange gemacht. Also er hat so eine bronzene Schlange gemacht und hat die am Feldzeichen befestigt, sodass sie alle sehen konnten. Und daraufhin ist das geschehen, was Gott verheißen hat. Jeder, der gebissen worden ist und im Glauben auf die bronzene Schlange geschaut hat, der ist geheilt worden und ist am Leben geblieben. Dadurch, dass die Israeliten schlecht über Gott geredet haben, haben sie seine Macht und seine Güte in Frage gestellt. Und sie haben auch zum Ausdruck gebracht, dass sie Gott nicht vertrauen. Und jetzt haben sie müssen, um wieder geheilt werden, auf Gott vertrauen. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr blöd tönt hat in den Ohren der Israeliten, wo der Mose ihnen das verkündet hat, dass sie so eine bronzene Schlange anschauen sollen, damit sie vom Schlangengift geheilt werden. Und sie sind echt herausgefordert gewesen, um jetzt genau das Gegenteil machen von dem, was sie vorhin gemacht haben. Sie sind herausgefordert gewesen, um wieder auf Gott zu vertrauen und an Gottes Macht zu glauben. Und alle, die das gemacht haben, die sind geheilt worden. Im Johannesevangelium, im Kapitel 3, Verse 14 bis 15, dort greift Jesus das Ereignis auf. Und zwar im Gespräch mit dem Pharisäer, dem Nikodemus. Dort sagt Jesus Folgendes, Verse 14 bis 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Noch vor seinem Tod am Kreuz redet Jesus da bereits davon, dass er erhöht werden wird, genauso wie der Mose in der Wüste die bronzene Schlange erhöht hat. Der Nikodemus, er hat das damals noch nicht verstehen können.
was Jesus da genau damit meint. Aber die Empfänger vom Johannesevangelium und auch wir, die das heute lesen dürfen, wir können es verstehen. Wir wissen nämlich, dass Jesus in 3 Schritten erhöht worden ist. Einmal bis zum Tod am Kreuz, dann bis in einer Auferstehung und schlussendlich bis in einer Himmelfahrt zur Rechten vom Vater. Die Israeliten, sie sind damals aufgrund von ihrer Sünde, von der feurigen Schlange gebissen worden und sind gestorben. Und wir Menschen, wir sind bildlich gesprochen alle von der Schlange, von der Sünde gebissen, und die Folge davon ist der ewige Tod. Das heisst, die Ewigkeit in Abwesenheit von Gott. Aber es gibt eine gute Nachricht für uns Menschen. Genauso wie ein Israelit dort mal kalt worden ist, wenn er seinen Blick auf die eherne Schlange gerichtet hat, genau, und ist dann wieder gesund worden, genauso kannst auch du gerettet werden und nach dem Tod ewiges Leben bei Gott haben, wenn du im Glauben auf Jesus schaust und Jesus dein Leben anvertraust. Jesus Christus, er war ohne jegliche Schuld gewesen. Absolut sündlos. Und er hätte niemals dürfen mit dem Tod am Kreuz bestraft werden. Und trotzdem ist er ans Kreuz. Jesus hat unseren Platz eingenommen. Er hat Strafe getragen, die wir Menschen verdient hätten. Und genauso wie die bronzene Schlange eben Gottes Weg war, um die Israeliten zu heilen, die gebissen worden sind, so ist Jesus Christus die Rettung für jeden Sünder, der zu ihm umkehrt. Wer an Jesus Christus glaubt, so haben wir gerade vorhin gelesen, wo am Kreuz für die Schuld von allen Menschen gestorben ist und unsere Sünden und unsere Gebrechen auf sich genommen hat, der hat in Jesus Christus ein ewiges Leben. Jetzt ist es aber so, dass wir Menschen ähnlich wie die Israeliten leider oft nicht auf Gott schauen. Wir ignorieren ihn oft und glauben nicht, dass er es wirklich gut mit uns meint oder lügnet gar seine Existenz. Und wenn wir unser Leben im Alleingang ohne Gott leben, dann verfehlen wir das Ziel, mit dem Gott uns eigentlich geschaffen hat. Gott hat nämlich alle Menschen aus Liebe geschaffen. Jeder Mensch hat Gott willen und er hat den Menschen geschaffen, um in Gemeinschaft und Beziehung mit dem Menschen zu leben. Der Alleingang, wenn wir unser Leben ohne Gott und nicht im Blick auf ihn führen, den nennt die Bibel Sünde. Und Sünde trennt uns von Gott und dem Leben, das er eigentlich für uns geplant hat. Und ohne Gottes Hilfe sind wir auch gar nicht in der Lage, ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Aber wenn wir uns auf Gott zuwenden, zu ihm schauen und daran glauben, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben und am dritten Tag auferstanden ist und uns zu ihm bekehren, dann vergibt er uns unsere Sünden, unsere Schuld, alle Fehler und nennt uns sogar seine Kinder. Wie wunderschön und grossartig ist das, dass Gott uns, wenn wir an ihn glauben, seine Kinder nennt, der allmächtige Gott. Das ist die gute Botschaft, das ist das Evangelium. Jeder, der an Jesus glaubt und ihn um Vergebung für seine Fehler, seine Sünden und ohne Gott leben bittet, seine Vergebung annimmt und Jesus sein Leben anvertraut, der wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben bekommen. Wie denkst du über Jesus Christus? Glaubst du persönlich, dass er Gottes Sohn ist und am Kreuz für alle deine Schuld gezahlt hat? Hast du ihm dein Leben anvertraut und ihn bittet, dass er dein Retter und dein Herr ist? Oder wie es da vorne so schön steht, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der geleitet ist. Welcher ist Jesus Christus? Ist Jesus Christus dein Lebensgrund? Wenn du mehr über Jesus wissen willst oder darüber, was er für dich tun hat und wie du ihm dein Leben anvertrauen kannst, dann möchte ich dich einladen, um nach dem Gottesdienst auf mich zuzukommen und nehme sehr gerne Zeit für dich und auch für deine Fragen. Jetzt gerade haben wir uns den Bezug angeschaut von dem Ereignis aus 4. Mose 21 zum Sühnetod von Jesus am Kreuz. Und das ist sozusagen der Bezug dazu, wie wir gerettet werden können, wie jemand gerettet werden kann. Die Geschichte hat nebst dem auch einen Bezug dazu, wie Gerettete, also wie Christen, leben sollen. Und das werden wir jetzt genauer betrachten. Der Paulus greift nämlich die Geschichte von der giftigen Schlange als ein warnendes Beispiel auf.
und zwar im 1. Korintherbrief. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 9, da schrieb der Paulus der Korinther: Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Der Paulus wählt das Wort Versuche, zum Sünd vom Volk Israels beschrieben. Beschreibt damit, dass sie gegen Gott geredet haben. Sinngemäße Übersetzungen übersetzen das Wort auch mit auf die Probe stellen oder herausfordern. Die Israeliten haben Gottes Macht nicht anerkannt und haben Gottes Heilswillen nicht ernst genommen. Sie haben Gott herausgefordert. Weil Gottes erklärter Heilswille war, das Volk Israel aus Ägypten zu befreien, sie dort die Wüste durchzubegleiten, mit ihnen auf dem Weg dort die Wüste zu sein, sie zu versorgen und sie schlussendlich ins verheißene Land zu führen. Und auch im Psalm 78, dort wird das Wort Versuchen gewählt, um die Sünde von Gottes Volk ihm gegenüber zu beschreiben. Und zwar im Psalm 78. Psalm 78, Vers 18 bis 19, dort steht: Und sie versuchten Gott in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten für ihr Gelüste. Und sie redeten gegen Gott und sprachen: Kann Gott uns wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? So, Israel hat Gott versucht, respektive Gott herausgefordert, indem sie seine Fähigkeit und auch seinen Willen bezweifelt haben, sie zu versorgen. Und nebst dem sind sie auch enorm undankbar gewesen, wie sie das Manna, mit dem Gott sie ja stetig versorgt haben, ja, ihm nicht gedankt haben dafür, sondern sogar gesagt haben, dass sie sich davor ekeln, vor dem Manna. Die Israeliten, sie haben Gottes Eingreifen so oft erlebt gehabt. Aber trotzdem haben sie jetzt in dieser Situation, die da beschrieben ist, nicht mit Gottes Eingreifen gerechnet und nicht auf ihn vertraut. Und auch wir Menschen, ja, wir, die da sind heute Morgen, wir erleben doch immer wieder Gottes Eingreifen, Gottes Versorgung und seine Liebe. Dass er uns geschaffen hat, ist eine Liebestat von ihm. Dass wir heute Morgen aufgewacht sind, verdanken wir ihm. Jeder, der da ist, hält Gott am Leben und über jedem, der da ist, hat Gott gute Gedanken. Er versorgt uns jeden Tag. Und trotzdem passiert es uns doch auch, dass wir in Herausforderungen nicht mit Gottes Eingreifen rechnen. Lasst uns die Warnung von Paulus für uns persönlich ernst nehmen und lasst uns Jesus nicht versuchen. Denn genauso wie das Volk Israel erleben auch wir immer wieder schwierige Situationen. Auch Christen bleiben von herausfordernden Situationen nicht verschont. Auch Christen erleben Krankheit und Trauer, schwierige Situationen, Herausforderungen, Sachen, die wir nicht verstehen. Aber wir sind in dieser Situation nie allein. Gott lässt uns in Schwierigkeiten nicht allein. Genauso, wie er den Israeliten in der Wüste stets das Manna gegeben hat und sie versorgt hat, so gibt er auch uns unser tägliches Brot und umgibt uns täglich mit seiner Gegenwart. Auch in Wüsten und Trauerzeiten. Es kann uns auch passieren, dass wir unseren Blick nicht auf das wenden, was wir haben und womit Gott uns versorgt, sondern dass wir auf unsere Umstände schauen und uns auf das fokussieren, was eben nicht gut ist. Und dadurch kann es passieren, dass wir Gottes Güte, seine Liebe, seine Gegenwart aus den Augen verlieren. Es kann sein, dass wir genauso, ja, wie die Israeliten, eben das nicht mehr wahrgenommen haben, Gottes Versorgung, dass wir das aus den Augen verlieren. Und dann kann es auch uns passieren, dass wir Gott im Angesicht von Schwierigkeiten, von Leid und von Krankheit herausfordern, indem wir seine Güte und seine Macht in Frage stellen. Wir fordern Gott dann raus, wenn wir ihm nicht vertrauen. Und ich glaube, dass uns das nicht nur theoretisch könnte passieren, sondern dass uns das passiert. Im Vorbereiten für die Predigt ist mir diesbezüglich gerade ein persönliches Erlebnis, eine Situation aus meinem Leben in den Sinn gekommen, gerade aktuell, die ich euch erzählen möchte. Zwar ist es so, dass ich zivilschutzpflichtig bin und darum jedes Jahr ein bis zwei Wochen in den WK muss. Und dem muss ich Folge leisten, dem Aufgebot, das ich da jeweils überkomme. Wo ich noch als Konstrukteur gearbeitet habe, dort war das auch gar kein Problem gewesen, statt dass ich die Zeit im Geschäft war, bin ich halt die Zeit im Zivilschutz und
gar kein Problem. Jetzt ist es aber so, dass ich in Vollzeit Theologie studiere. Und da kann ich nicht einfach mal 1, 2 oder sogar 3 Wochen fehlen. Ende letzten Jahr, im Dezember, habe ich dann Dienstanzeige bekommen für dieses Jahr. Und ich bin aufgeboten worden für 1 Woche Zivilschutzdienst im Frühling und 2 Wochen im Dezember. Und beide Dienste sind mitten in der Prüfungsphase. Ich habe dann ein Gesuch gestellt auf Verschiebung für die Dienste und Gott sei Dank ist mein Verschiebungsgesuch für den Dienst im Frühling, für den Dienst im Dezember auch genehmigt worden. Sie haben mir den Dienst im Dezember, die 2 Wochen sogar ersatzlos gestrichen. Aber mein Verschiebungsgesuch für den Dienst im Frühling ist noch nicht bewilligt worden. Und laut dem Kommandant könnte es auch schwierig werden, dass das überhaupt möglich ist, dass das Gesuch irgendwie bewilligt wird. Und ausgerechnet in dieser betreffenden Woche habe ich 5 wichtige Prüfungen. Und dann habe ich mich dabei ertappt, dass ich Gott herausgefordert habe. Ich habe nicht grundsätzlich an ihm gezweifelt, aber ich habe mich gefragt, wie das sein kann, dass er da jetzt noch nicht eingegriffen hat. Ich habe ihn doch darum bitten und ja, es kann irgendwie nicht sein Wille sein, dass ich ausgerechnet in einer Woche mit 5 Prüfungen muss in Zivilschutz und dann ganze 5 Prüfungen plus noch den zusätzlichen Stoff, den ich dann verpassen würde, muss anschaffen. Und ja, ich habe mich gefragt, wie das sein kann, dass er da jetzt noch nicht eingegriffen hat. Ja, das Studium ist entscheidend für meine Zukunft. Ich wünsche mir, zu meinem vollamtlichen Dienst gehen, zum Pastor werden. Und ja, da habe ich mich schon gefragt, wie das jetzt zusammenpasst, dass jetzt da einfach noch nichts passiert ist, was ja, der Dienst in dieser Woche betrifft. Und ich habe auch keine Ahnung, was ich machen sollte, wenn das Gesuch nicht doch noch irgendwie bewilligt wird. Und ich bin echt herausgefordert, ja, jetzt in dieser Sache einfach auf Gott zu vertrauen, dass es da irgendwie eine Lösung wird geben, wie das funktioniert, die Prüfungen und der Dienst, der hoffentlich noch verschoben wird. Doch Gott lässt mich und uns in solchen Situationen nicht allein. Gott hat uns nämlich sein Wort, die Bibel und auch seinen Heiligen Geist gegeben. In der Bibel da erfahren wir von Gottes Liebe für uns. Wir erfahren von Gottes Macht und auch von der Hoffnung, die wir in Gott haben. Und der Heilige Geist erlebt in uns, stärkt uns und tröstet uns. Wir müssen nicht aus uns selber raus mit jeder Situation klarkommen. Und wir müssen uns auch nicht aus eigener Kraft immer wieder aufrichten können. Das ist überhaupt nicht die Meinung. Sondern Gott wünscht sich, dass wir mit all unserem Leid, mit all unseren Sorgen, mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, mit unseren Schwächen zu ihm kommen. Er wünscht sich, dass wir uns an ihn wenden. Statt dass wir uns auf die Umstände und Schwierigkeiten fokussieren und vielleicht sogar an Gottes Güte und seiner Macht zweifeln, lädt Gott uns ein, mitten in der Schwierigkeit im Gebet zu ihm zu kommen und ihm unser Leid zu klagen. Statt dass wir Gott versuchen, indem wir an ihm zweifeln, sollen wir uns im Gebet einwenden und ihn darum bitten, dass er uns hilft, nicht zu zweifeln. Statt Gott anzuklagen, sollen wir ihm unsere Sorgen klagen. Im 1. Petrus 5,7, der Vers, den ich am Anfang schon eingeblendet habe, dort heißt es, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. All unsere Sorgen auf Gott zu werfen, das bedeutet, dass wir Gott unser Leid mitteilen. Es bedeutet, dass wir ihn um sein Eingreifen bitten. Und es bedeutet, dass wir im Vertrauen auf Gott von ihm unsere Hilfe erwarten. Statt dass wir wie die Israeliten schlecht über Gott reden, sollen wir mit Gott reden. Es ist ein Privileg, dass wir direkt zu Gott reden, dass wir direkt beten dürfen, mit ihm reden dürfen, ja, mit dem allmächtigen Gott. Die Israeliten, sie sind dort mal zu Mose gegangen und haben zu Mose gesagt, er soll für sie zu Gott beten. Aber wir haben das Privileg, dass wir direkt mit Gott reden dürfen. Und wir dürfen ihn sogar mit lieben Vater anreden. Lasst uns das auch machen. Lasst uns unseren Blick auf ihn richten und auf seine Macht vertrauen und Gott um sein Eingreifen bitten. Aber wie kann das jetzt ganz praktisch in unserem Alltag aussehen? Ich möchte euch erzählen, wie ich das ja, persönlich erlebe. Ich habe eine chronisch entzündliche Darmerkrankung und bin darum vor 3 bis 4 Jahren ja, ist mir deswegen immer wieder schlecht gegangen. Ich habe oft Bauchschmerzen gehabt
und habe mehrmals müssen in Notaufnahme, weil ich so starke Bauchschmerzen hatte. Medizinisch gesehen habe ich eine chronische, nicht heilbare Krankheit. Und das A und das O, von medizinischer Seite her, ist einfach Schübe zu vermeiden und so möglichst dafür zu sorgen, dass der Krankheitsverlauf nicht schlimmer wird. Es ist aber so, dass der Einfluss, den ich auf diese Schübe habe, aus meiner Sicht eher gering ist. Ich sollte einfach Stress vermeiden und täglich meine Medikamente nehmen. Vor 3 bis 4 Jahren habe ich mich dann oft gefragt, warum? Warum Gott? Wieso ich? Wieso gerade ich? Ich bin doch noch so jung. Da hat sie immer wieder gesagt, was machen Sie schon wieder da? Sie sind noch so jung, das kann doch nicht sein. Wieso? Aber ich habe keine Antwort darauf bekommen. Aber aufgrund von meinem Glauben und auch aufgrund von der Bibel habe ich gewusst, dass Gott gut meint. Ich habe einfach gewusst, er hat einen Plan für mich und mit mir und er meint es gut, auch wenn ich das im Moment nicht verstehen kann. Ich habe gewusst, er hat gute Gedanken über mir und mein Leben. Ich habe ihn um Heilung gebeten, andere haben für mich gebeten und beten auch heute noch um Heilung. Ich habe zwar keine vollständige Heilung erlebt, aber die Schübe, die haben sich Gott sei Dank mit dem Medikament gut in den Griff bekommen und ich habe auch keine Nebenwirkung von diesen Medikamenten. Und da bin ich Gott mega dankbar. Wo ich dann wieder mal, Sorgen geplagt habe bezüglich meinem Darm und auch bezüglich einem möglichen Krankheitsverlauf. Ich habe natürlich auch im Internet geschaut, mich über Krankheit informiert und das bringt natürlich auch entsprechende Sorgen mit sich, wie das Ganze in Zukunft dann könnte sein. Und dann ist mir eine Frage in den Sinn gekommen, wo mich die Sorgen beschäftigt haben. Und ich habe mich gefragt, was ist mir das Wichtigste? Ich habe mir die Frage gestellt, was ist mir das Wichtigste? Ist es Gott und meine Beziehung zu ihm oder ist es meine Gesundheit? Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich war dort im Auto unterwegs gewesen und habe dann gebetet. Und ich habe Gott gesagt, dass ich ihm vertraue und dass er mir das Wichtigste ist in meinem Leben und meine Beziehung zu Gott. Ich habe ihm gesagt, dass ich auf ihn vertrauen werde und mein Leben will, so leben, wie er es am besten findet, wie er es sagt, auch in seinem Wort, ob er mich gesund macht oder nicht. Dass mir wichtiger ist, mit ihm unterwegs zu sein und an ihn zu glauben, als ob ich gesund bin oder nicht. Gleichzeitig kann ich ihn aber auch darum bitten, dass er mich doch heilen möge. Die Entscheidung, das Gebet hat mir enorm geholfen, dass wenn immer wieder Sorgen aufgekommen sind, ich mir gesagt habe, Gott ist gut und ich vertraue auf ihn. Wenn immer Sorgen gekommen sind über den möglichen Krankheitsverlauf oder auch meine Zukunft, habe ich meinen Blick auf Gott gerichtet oder in seinem Wort gelesen und ja, darauf vertraut, dass egal was ist, ich nie allein bin und er mit mir ist. Auch was meine Zukunftspläne anbelangt, so ja, passt mein Wunsch, Pastor zu werden, nicht wirklich zum ärztlichen Rat, Stress zu vermeiden, weil ich habe bis jetzt noch keinen Pastor getroffen, der mir gesagt hat, der Pastorenberuf sei nicht stressig. Und doch, auch da drin merke ich einfach, ja, wie Gott mir hilft auch, da auf ihn zu vertrauen, dass wenn es sein Wille ist, dass ich Pastor werde, dass er auch einen Weg wird schaffen, dass das geht, dass ich auch gut mit Stress umgehen kann und mein Buch nicht beeinflusst oder dass er mich hält oder auf sonst einen Weg findet, wie das wird gehen. Und Gott sei Dank habe ich jetzt auch seit über einem Jahr keinen Schub mehr gehabt und bin Gott mega dankbar dafür. Ich möchte euch die Frage stellen, wie gehst du mit schwierigen Situationen um? Mit Wüstenzeiten, mit Krankheiten, mit Leid und auch mit der aktuellen Corona-Situation. Mach dir doch persönlich Gedanken über die Frage und nimm sie auch mit in die nächste Woche. Die Israeliten, in unserer Geschichte, die wir am Anfang angeschaut haben, sie sind wortwörtlich in einer Wüstenzeit gewesen. Sie hatten kein festes Zuhause, sind immer wieder weitergezogen. Ja, 40 Jahre lang sind sie jetzt schon unterwegs gewesen, dort die Wüste. Und in der Nähe vom Ziel haben sie jetzt nochmal müssen, einen Umweg dort die Wüste machen. Und viele von uns erleben aktuell in dieser Corona-Krise ebenfalls eine Wüstenzeit. Unsere persönliche Freiheit ist im Vergleich zu Anfang 2020 enorm eingeschränkt. Fast jeder von uns kennt jemanden, der schwer an Corona erkrankt oder sogar gestorben ist. Viele beschäftigen oder bedrücken Sorgen über die Zukunft. Und gerade Leute, die im Gastgewerbe oder arbeiten oder selbstständig sind, die haben enorme finanzielle Einbußen oder bangen gar um ihre Existenz. Wie gehen wir mit dieser Wüstenzeit um? Vertraut mir Gott auch jetzt. Ziehen uns unsere Sorgen von Gott weg
Oder bringet mir unsere Sorgen zu Gott. Wenden wir uns im Gebet an ihn und bringen ihm unsere Sorgen. Suchen wir Gottes Nähe. Es geht auf gar keinen Fall darum, zum Leid oder die Schwierigkeiten irgendwie klein zu reden oder die gar zu verleugnen. Um das geht es nicht. Wir müssen nicht Schwierigkeiten, das Leid, Herausforderungen klein reden, sondern das Ziel ist, dass wir uns die Grösse von Gott und seine Gnade, seine Liebe, seine Allmacht und seine Treue vor Augen führen. Wie gehst du mit Wüstenzeiten um, mit Krankheit, mit Leid, mit der Corona-Krise? Richtest du dein Augenmerk vor allem auf die Umstände und verlierst dabei manchmal Gottes Güte und Macht und auch seine Gegenwart aus den Augen? Oder richtest du deinen Blick auf zu Gott? Denkst du über seine Liebe für dich nach und bringst ihm deine Umstände und deine Sorgen und dein Leid im Gebet? Gott verändert unsere Umstände nicht immer sofort. Und er ist auch nicht ein Selektautomat, wo man das Gebet einschmeißt und dann ja, nachher immer gerade sofort die Gebetserhörung, genauso wie wir sie uns vorstellen und dann rauskommt. Gebet bedeutet, wir teilen uns Gott mit und bringen ihm ganz ehrlich und offen unsere Anliegen, unsere Wünsche, unsere Sorgen. Vertrauen aber gleichzeitig darauf, dass er den ganzen Überblick hat, alles sieht und vertrauen auf seinen guten Plan und darauf, dass er das Gebet nach so, wie er es weiß, nach seinem besten Willen und seinen guten Absichten für uns auch wird erfüllen oder uns auch hilft, damit umzugehen, wenn mal ein Gebet nicht so erfüllt wird, wie wir uns das vorstellen. Aber wenn wir uns nicht von ihm abwenden, sondern uns eben ihm zuwenden und ihm unsere Sorgen und unser Leid klagen und ihn um Hilfe bitten, so dürfen wir sicher sein, dass Gott uns beisteht, mit uns wird sein und mit uns durch die Schwierigkeiten durchgeht. Und manchmal greift er auch übernatürlich ein und verändert uns oder unsere Umstände so, wie wir das noch nicht einmal für möglich gehalten hätten. Lasst uns dann darum gegenseitig immer wieder ermutigen, auf Jesus zu schauen. Lasst uns dann immer wieder an das Evangelium und an die gute Botschaft, an das grossartige Erlösungswerk von Jesus erinnern. Lasst uns unsere Nöte und unsere Sorgen im Gebet vor Gott bringen und ihn um sein Eingreifen bitten. Lasst uns auch Gott um Demut bitten, wenn wir seine Wege nicht verstehen. Und lasst uns ihn darum bitten, dass er unseren Glauben und unser Vertrauen in ihn stärkt. Lasst uns gerade jetzt dafür beten. Vater im Himmel, ich danke dir, bist du der allmächtige Gott. Ich danke dir, lesen wir dein Wort, du bist Liebe. Und ich danke dir, dass wir uns mit allem, was uns beschäftigt, an dich wenden. Ich danke dir, hast du uns in deinem Sohn Jesus Christus deine Liebe vor Augen geführt. Hast du uns Menschen gezeigt, wie unglaublich fest du uns liebst, indem du sogar deinen einzigen Sohn hingegeben hast für uns. Jesus, ich danke dir, hast du den Tod am Kreuz auf dich genommen und unsere Schuld getragen. Hast du die Strafe getragen, die wir verdient hätten und ja, den Tod am Kreuz auf dich genommen, für das wir, wenn wir an dich glauben, den Tod in dir überwinden können und werden ewiges Leben haben. Ich danke dir, bist du so gross und doch nimmst du dich uns Menschen an. Ich danke dir für deine Liebe für jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist oder auch per Livestream zuschaut. Ich danke dir, liebst du alle Menschen und wünschst dir eine Beziehung mit uns. Und ich danke dir, ja, nerven wir dich nicht, wenn wir uns an dich wenden mit dem, was uns bedrückt, sondern forderst du uns in deinem Wort sogar dazu auf, unsere Sorgen auf dich zu werfen. Und so bitte ich dich, dass du uns allen auch hilfst, dass wir das immer wieder anwenden dürfen in unserem Alltag. Wenn wir uns Sorgen beschäftigen, wenn wir Leid ertragen und ja, wenn wir Trauer erleben, dass wir da drin immer wieder dürfen zu dir kommen. Dass du uns hilfst, unseren Blick auf dich zu richten, dass wir es nicht einfach aus eigener Anstrengung tun, sondern mit deiner Hilfe. Dass du uns beistehst. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen auch hilfst, ja, in dieser Corona-Zeit, in dieser Wüstenzeit, auch den Blick auf dich zu richten und dass wir erleben dürfen, ja, wie du uns beistehst, uns durchtreibst, uns oder auch unsere Situationen veränderst. Ich danke dir, hast du alles in deiner Hand und dürfen wir darauf vertrauen. Und ich danke dir, hast du uns auch deinen Geist und dein Wort geschenkt. Amen.